Herzlich willkommen zum Task Force Let's Play. Ich bin Damon und wir spielen heute das brandneue HK57 Bonuskapitel Schleier der Erinnerung. Ich musste mir das Kapitel auf meinem Raumschiff abholen. Ich hatte es nicht im Inventar. Ich hatte die Quest dann hier an der Steuerkonsole, da habe ich es angenommen. Und jetzt kann ich Schleier der Erinnerung starten. Ein Mann kann alles erreichen, wenn er bereit ist, Opfer zu bringen. Naja, das ist auch ein bisschen laut. Das machen wir nochmal. Huhu. Ich starte eben neu. Ah, oder doch nicht? Jetzt reagiert's wieder. Ganz frisch reingepatcht. Gucken wir mal, wo ich jetzt bin. Ich erwarte natürlich von dem Bonuskapitel bahnbrechende Entscheidungen, die ich treffen kann. So, jetzt scheint es nochmal loszugehen. Ich will aber den ganzen Dialog. So, ich starte es jetzt nochmal komplett neu. Ich bin gespannt, welche Entscheidung ich treffen kann. Wie die Story ihren spannenden Verlauf nimmt. Nein, irgendwie bin ich wirklich gespannt. Von den anderen Kapiteln war ich eigentlich enttäuscht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Es kann nur besser werden. So, jetzt der Ladebildschirm, der hoffentlich gleich zu Ende ist. Wenn jetzt das zweite Video kommt, dann starte ich nicht nochmal neu. Aha. So, und jetzt kann ich offensichtlich ganz neu starten. Jetzt bin ich auf der Flotte. Ich gucke mal die Quest an, genau, zurücksetzen, wirklich zurücksetzen, ja, Episode spielen und jetzt gibt es den Schleier der Erinnerung ganz von vorne. Und wieder ein Ladebildschirm. Ich höre Musik. Musik, die auf ein spannungsgeladenes Intro hoffen lässt. Leertaste zum Fortfahren drücken, mache ich doch direkt. Sind das die HK-Bauteile? Ne, da liegt HK gefesselt. Speicherdaten unvollständig. Position unbekannt. Ich bin ein verweigernder HK. Ich lehne es respektvoll ab zu antworten. Du kannst es zum Feind gehören. Da kann ja jeder kommen. Ich hoffe nicht. Ich will helfen. Wenn du dich nützlich machen willst, deaktiviere mein Eindämmungsfeld. Gern. Wie? Über die Konsole da. HK hat eine kleine Freundin.
Mit sehr maskuliner Statur, leider. Ja, da bin ich jetzt doch mal dankbar. Bitte entschuldige mich jetzt. Ich muss diesen Ort in Schutt und Asche legen. Aber natürlich. Lass dich nicht von mir stören. Erster Zugriff auf den Speicherkern. Ich bin neu. Wie aufregend. Ich bin weiterhin höflich. Also bei so einer Schreck von der Seite Ansprache ist Sarkasmus erlaubt. In dem Fall werde ich mich natürlich sofort stilllegen. Wirklich? Nein. Wer ist dieser Fleischsack? Nenn mich den Schleier. Es heißt, ich sei das größte Verbrechergenie, das die Galaxis je gesehen hat. Wie kann ich da schon widersprechen? Es war ein Haufen Arbeit, dich zu schnappen, HK. Und schalte dich ab. Oh, jetzt kann ich gleich kämpfen als HK. Bin ich mal gespannt. Also jetzt sehe ich, dass sie richtig dicke Dinger hat. Und auch an der richtigen Stelle. Mit schöner Offensivfeuerkraft. So, guck mal, was kann AK? Gewehrsalve, anstürmen, Abmeldung, überrumpeln, Rail-Einschlag. Oho. Und Hinrichtung. In der Endphase, so, ich stürme an. Anlage kompromittiert. So, was machen wir dann? Gewehrsalve. Ja, hat meine neue Freundin mir die Agro geklaut. Ich war auch langsam, ich drücke jetzt einfach mal, damit ich hier nicht allzu weit hinten anstehe. Oh, sieht ja ganz witzig aus. Ich mache immer den Questlock aus. Dann sieht man noch was. Oh, so sieht also die HK Standardrote aus. 6 Perls. Sieht aber auch ganz witzig aus, wie so macht. Anstürmen hätte ich jetzt als Range irgendwie nicht ganz gebraucht. Anweisung, Feind neutralisieren. Hat ja auch eine schöne Distanz, auf die er feuern kann. Das ist eine philosophische Frage, ob mein Gefährte seine Gefährtin mitnehmen kann und ich dadurch letztendlich eine neue Gefährtin kriege, also indirekt oder direkt, wie auch immer. Bin ich gespannt, wie das hier gelöst wurde. Am Ende stürzt wahrscheinlich alles ab. Yeah. Ne, sieht cool aus. Also als Char würde ich dann auch spielen, glaube ich. Rota ist auch einfach, kann man wenig falsch machen. Ja. Da kommt noch einer. Oh mein Gott. Oh komm, schieß. Ah, und jetzt habe ich den Ultimate versenkt. Also ganz sicher sitzt die HK-Rota bei mir noch nicht. Jetzt aber. Yeah. Ja komm, ich halte sie mir warm. Was soll ich auch tun? Die Worte aus dem Vokabulator. Wieso tun sie das, Fleischsack? Jetzt kann ich es dir wohl verraten. Ich wollte eine Kopie deines Speicherkerns. Eine Kopie meines Speicherkerns? Ja, da ist natürlich... Ja. Eine sinnlose Drohung. Ich habe die Daten bereits. Oh. Leute zu verhören kann ziemlich schmutzig werden. Bei Droiden ist es eine
herrlich saubere Angelegenheit. Eine schnelle Kopie deiner Dateien und ich bin im Geschäft. Ja, da muss ich nicht lange nachdenken. Ich werde sie atomisieren. Eine Extremität nach der anderen. Das ist ganz schön. Genau so. Quatsch! Der legt meine neue Freundin lahm. Hallo zusammen! Ich bin ZOOM. Wer bist du? Ach, der hat ihn nur resettet. Ja gut, ist noch brauchbar, würde ich sagen. Daten des Erbauers. Was ist passiert? Ich bleib mal sachlich in dieser vertrackten Situation. Ja, sie ist mir ans Herz gewachsen, deshalb. Ja, mein Beschützer wird beschützt, so kann's gehen. Was muss ich tun? Entkomme aus der Basis des Schleiers, geradeaus und rechts halten. Ja, das ist witzig. Also ich stürme an mit der 5. Anweisung, Feind neutralisieren. Ja, das hat gut funktioniert. Dann lege ich die Betäubungsbombe. Habe ich getan. Jetzt schieße ich ein bisschen drauf mit dem Überrumpeln und dem Rayline-Schlag. Der ist sehr stylisch. Was haben wir hier noch? Überrumpeln. Komm, anstürmen. Mine legen direkt. Und nicht zu vergessen, den Ultimate raushauen, die neuen Hinrichtungen. Wenn es soweit ist. Roter ist immer ein bisschen lahm. Also ich sollte mal einen Geschwindigkeitschip einsetzen, falls ich nochmal spielen muss. Vergesse ich aber bestimmt wieder. Und der Ultimate, die neuen. Komm, genau. So. Roter gelernt, würde ich sagen. Und weiter geht's. Durch die Schwarzfelstiefe, die Spule, heißt dieses Gebiet. Oh, wo sind sie denn? Also irgendwie backt das hier noch ein bisschen, habe ich das Gefühl. So, komm mal ein bisschen Ray schießen. Guck mal, wir laufen hier zurück. Ja, irgendwie wird das hier nichts mit mir und den Mobs. Doch, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sogar noch andere zur Sicherheit dazu. Könnten eventuell sogar ein bisschen sehr viel sein. Aber die greifen ja glücklicherweise meine Gefährtin an. Und ich glaube, wenn ich 2 Schritte zurückgehe, könnte ich die eventuell sogar noch resetten. Durch den Bug, der hier offensichtlich vorherrscht. So, jetzt war ich mich aber ein bisschen geschickt und hau auf den mit der geringsten Lebensenergie. Man soll ja hier auch was lernen können. So, Ultimate gerade nicht frei. Ich stürme an. Der funktioniert auch nicht so richtig. Doch, jetzt gerade mal. Also ich weiß nicht, ob es hier laggt oder ob die Steuerung so ein bisschen daneben ist.
Aber ich habe schon mal ein heftigeres Spielvergnügen gehabt. Ist jetzt auch, glaube ich, nichts für Hardliner mit den 6 Kills. Die sind relativ übersichtlich. So, hier nochmal ein Ultimate drauf. Bam, hilft nicht. Doch, hat geholfen. Da hinten ist noch ein Ultimate-Kandidat, den haue ich aber so weg einfach, damit er mir weniger Schaden macht. Der AOE sieht ganz geil aus hier eigentlich. So, Anstürmen drauf, du kriegst auch noch direkt ein, Junge. So. Ist auch relativ durchschlagskräftig, der gute HK. Mobs haben Level 65, falls sich jemand interessiert. So, hier nochmal die Bombe legen. So, was ist mit dem hier? Der ist halb tot. Genau, hinrichten. Hier nochmal ein Bämmchen vielleicht hinlegen. So, genau, alles in Butter. Die Gefährtin halt auf jeden Fall zuverlässig. Und jetzt muss ich noch mal gucken, wo es hier lang geht. Ich würde mal prognostizieren, es läuft darauf hinaus, dass HK55 den Verräter in meiner Basis eigenmächtig tötet und ich gar nichts von der ganzen Geschichte erfahre. Ja, und da buggt sich wieder die Patch hier entlang. Ja, du bist ganz toll. So, unterstütze ich sie mal. So, und auch der ist reif zum Hinrichten. Sehr langer Cooldown auf Hinrichten. Ja, 15 Sekunden. Kommt mir nur wie eine Ewigkeit vor. 15 Sekunden ist okay. Nützlicher Hinweis. Die packen sich ja einfach durch. Ja, ich mache auch eigentlich schon Schaden drauf. Jetzt geht's. Jetzt leckt er sich hier hin und her. Ich glaube, die Charakterlokation ist noch nicht ganz so einwandfrei. Ihr bekommt übrigens Post, wenn ihr dazu berechtigt seid, die Quest zu starten. Und ihr müsst die Quest einen Finder finden. Und, na, wie ist die andere? Schießen oder nicht? Genau, wo man HK erlaubt, autonom zu schießen oder auch nicht. Dieses, glaube ich, die müsst ihr absolviert haben, damit ihr die Quest hier starten könnt. Und wie eben gezeigt, wenn sie dann noch buggt, guckt bei eurem Raumschiff vorbei, da könnt ihr sie dann höchstwahrscheinlich annehmen. So war es zumindest bei mir. Ja, ist aber doch hier ein relativ zähes Rumgemosche. Rotation noch ein bisschen lahm mit den Lokationsfehlern. Ich kann meine schöne Tastenbelegung gar nicht spielen und mit den 6 verschiedenen Skills oder Casts, die er hier hat, wird doch relativ schnell langweilig. Die Umgebung sieht ganz schick aus mit der Lava, finde ich. Geschmackssache, aber gefällt mir jetzt gerade mal.
So, und ich glaube, wenn ich mich nicht verlaufen habe, geht's hier weiter, genau. Die Mobgruppen nerven ein bisschen. Wird mir gerade so klar, durch das ganze Rumgebagger. Ja, geil. Die laufen einfach durch, habe ich mir die gespart, ist eh langweilig, die wegzumaschen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Entscheidung, welche schicksalsträchtige Entscheidung hier in dieser Situation von mir verlangt wird. Ich versuch's mit Wasser am Bleiben. Sei vorsichtig. Halte die Augen nach einem Hinterhalt offen. Ich entdecke hier keine Anzeichen für intelligentes Leben. Zurechtweisung. Was für eine Beleidigung. Der klingt genau wie du. Ich grüße dich, körperloser Droidenfreund. Willkommen. Ich bin HK-47. Ja, oho. Der HK-47. HK-47, welch eine Überraschung und sogar mit Star-Allüren. Sind wir mal ehrlich. Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ein Speicherkernduplikat des echten HK-47. Erschaffen vom Schleier. Leugnung. Ich bin keine glorifizierte Fleischsack-Trophäe. Hast du dich in letzter Zeit mal umgesehen? Ich sage das doch schon seit Jahren, du verrostetes Relikt. Der Schleier hat mich etliche Male kopiert. Folgerung. Dann bin ich eine Replik. Das ist überaus enttäuschend. Ich hoffe nur, dass meine zahlreichen Treuebrüche niemals bekannt werden. Keine Sorge, ich werde nichts verraten. An alle Besucher, das Museum ist jetzt geschlossen. Sieht nach Endboss aus. X-Tro. Hochtrabender Name. Ich versuch's mit der Kombination Anstürmen und Abmeldung, die die Bombe platziert. Noch nicht bereit. Bombe platzieren, Bombe platzieren. Die sieht geil aus, kann man nichts sagen. Und dann spiele ich jetzt einfach mal die Rota durch. So, nochmal anstürmen und die Bombe legen. Das ist, glaube ich, so die Konstante, die man hier... Bis dahin fülle ich hier einfach abwechselnd. Na, ich sollte hier ein bisschen moven, glaube ich. Genau. Mit der gelben Void um mich rum lege ich rote Voids ab. Und wenn die rot werden, sollte ich wahrscheinlich rausgehen, weil die dann Schaden machen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich bleib gleich mal stehen. Ich muss mir keinen Stress machen wegen Unterbrechen, weil ich kann nicht unterbrechen. So, ich bleib jetzt mal stehen. Da ist sie rot geworden. Ja, macht Schaden. Macht nicht wenig Schaden. In Kombination mit dem Raketenansturm. Jetzt bin ich aber dran mit Anstürmen und Bombe planten. Da ist offensichtlich der Mechanismus, heißer Tipp, anstürmen, Bombe planten, den restlichen Scheiß durchcasten
warten, bis der Cooldown ready ist, wie jetzt. Bombe planten. Bisschen moven hier bei dem Boss. Ah, jetzt habe ich meinen Gefährten in die Scheiße gerissen. Hier ist aber genug Platz zum Ausweichen. Also schwierig ist jetzt auch anders. Ja, ich bin ja ziemlich voll mit Lebensenergie. Anstürmen, Bombe planten. Stößt sich auch direkt wieder weg. Ah, und jetzt kann ich hier den Ultimate casten, den hinrichten, natürlich noch einstreuen. Anstürmen. Kommt er gerade ganz gut raus mit der roten Fläche hier, mit der roten Volt. Bombe planten. Ultimate. Und den restlichen Scheiß raushauen. Raid-Einschlag hat auch eine relativ lange Abklingzeit, also als Filler kommt nur die Gewehrsalbe und Überrumpeln in Frage. Bei der Gewehrsalbe steht nicht genau, wie viel Schaden der macht. Dementsprechend behaupte ich jetzt einfach mal, dass Überrumpeln die bessere Alternative ist. Ich versuche mal nur mit Überrumpeln zu filmen. Ja, nur mit Überrumpeln zu filmen. Ja, wird auch gehen. Haben beide dieselbe Abklingzeit. Gewehrsalbe 1,5 Sekunden und Überrumpeln auch. So, komm, mach die 9. Danach den Rail-Einschlag. Der leckt irgendwie ein bisschen. So, X-Tro besiegt mit 100% XP. Meine Freundin freut sich. Was soll man machen? Jeder hier versucht dich zu zerstören. Aber ich wurde doch gerade erst aktiviert. Das ist nicht deine erste Aktivierung. Du erleidest regelmäßig Neustarts, die deinen Speicher löschen. Nein, daran würde ich mich doch erinnern. Hör mir genau zu. Ja, der ein oder andere kennt die Situation vielleicht, wenn die Freundin Gedächtnisstörung hat. Vergisst, wann sie das letzte Mal Schuhe gekauft hat. Etc. Auch HK ist ein Leidtragender dieser Symptome. Und Captain Viz war meine Mutter. Nennt mich Hülo. Seid ihr hier, um meine Konsole zu reparieren? Ich bin im Handumdrehen fertig. Ich brauche einen Becher Kaffee. Räumt hinter euch auf. Ihr werdet gar nicht merken, dass ich hier war. Huhu. Und wenn wir dem Fremdling nicht warnen, dass der Schleier die Basis infiltriert hat, werden schreckliche Dinge passieren. Dann steh nicht einfach nur so rum. Los! Ja. Entkomme aus der Basis des Schleiers. Es ist weiter in die Quest. Aber das Ende scheint nah. Ich hoffe, wir kommen jetzt keine Trash noch mehr, die ich killen muss. Ich versuche einfach wieder durchzulaufen. Hat ja gerade auch ganz gut funktioniert. Abgeschlossen. Yes. Finde ich gut. Leute wie dieser sind der Grund, warum ich dich nicht zerstört habe. Noch nicht. Da bahnt sich eine große Romanze an.
Also die Position mit den Knarren, die ist äußerst ungünstig gewählt. Wir würden uns gegenseitig wegpusten, wenn wir schießen würden. Deshalb versuche ich jetzt erstmal eine Deeskalationsstrategie. Ja, also töten kann ich ihn jetzt eh nicht mehr, die Option habe ich nicht. Deshalb treffe ich die folgenschwere Entscheidung, die sich mit Sicherheit auf den gesamten weiteren Spielverlauf auswirken wird, ein Signal zu senden. Ja, jetzt hat er angegriffen. Jetzt können wir schießen eigentlich. Ich hätte gerne Darkside Points, aber gut, einfach aus Gewohnheit möchte ich den terminieren. Jede meiner Subroutinen schreit nach Terminierung, aber ich kann ihnen nicht Folge leisten. Achtung, Fleischsack, Sie sind nicht kompetent genug, um als feindlicher Kämpfer klassifiziert zu werden. Aha. Aha. Eine Inhaftierungszelle muss reichen. Das ist interessant. Da wirkt sich jetzt wirklich meine Entscheidung aus, die ich in der Quest schießen oder nicht getroffen habe. Mehrdeutigkeit. Endlich. Wer auch immer dich programmiert hat, wäre stolz auf dich, HK. Ich bezweifle, dass das der letzte Fleischsack hier war. Komm mit. So, ich habe einen neuen Codex-Eintrag erhalten. Und gehe zur Schnittstelle. Okay, die Quest ist immer noch Entkomme aus der Basis des Schleiers. Der Schleier hat offensichtlich eine große Basis. Arbeitet bei mir als Elektriker. Ich will die eigentlich gar nicht alle platt machen. Ich guck mal, ob ich hier so durchkomme. Ja, Alter, fast funktioniert. So, fahre ich mal meine Rotor. Die lecken sich hier so durch. Ich wollte die Bombe eigentlich unter die Gruppe legen. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Ich lege aber gerade aus irgendwelchen Gründen gar keine Bombe. Dann muss das eben warten. Ja, jetzt geht's mit der Bombe. Hat jetzt sicher viel gebracht, sieht aber echt gut aus. Dann lege ich sie direkt nochmal. Der Cooldown ist nämlich ready, anstürmen und Bombe legen. Bam. Direkt in Ultimate. So, und jetzt muss ich hier wahrscheinlich erst drücken, damit rechts die Tür aufgeht. Ah ne, ist ein Bonus. Holo Tagebücher des Schleiers, mein Gott. Informationen preisgegeben. Aber den Betrug kriege ich nie wieder aus dem Betragungsraum. Ich werde einen Dorf bauen.
Der Schatten scheint mich also systematisch zu bespitzeln, wie ich durch das erste Holotagebuch, das ich gefunden habe, rausgefunden habe. Bekomme ich die Bombe. Ja, jetzt ist natürlich. Da hoffe ich mal, dass Haka entkommt und den Schatten hinrichtet. Ziel nicht sichtbar. Es buggt ein bisschen. So, ich versuche nochmal den hier zu killen. Ja, hat funktioniert. Sehr gut. Und jetzt finde ich mal wieder meine Rote rein. Ja komm, so ganz schlecht ist es nicht hier mit dem HK. Was leuchtet hier auf? Ein Terminal. Das nächste Holo-Tagebuch wahrscheinlich. Aha. Kriegsbericht des Schleiers, Eintrag 6812. Mein Plan, Darth Maul und meinen alten Feind zu manipulieren, um Sakul zu schützen, lief überraschend. Die beiden und dieser sogenannte Imperator sind tot. Aber seinen Sohn und seine Tochter loszuwerden, könnte etwas schwieriger werden. Okay, ich verfolge eigentlich die gleichen Ziele wie der Schatten. Sag mir sein zweites Holotagebuch. Ja, warum kommt der Affe dann auf die Idee, mich zu manipulieren und meinen HK gefangen zu nehmen, ist die Frage. Wenn es jetzt allerdings nur diese eine Entscheidung ist, die ich treffen konnte, beziehungsweise wo ich den Twi'lek nicht töten konnte, weil ich vorher in der Quest schießen oder nicht gesagt habe, offensichtlich keine unschuldigen Zivilisten töten, dann habe ich die Quest schießen oder nicht eigentlich auch umsonst gemacht. Die hat nämlich relativ lange gedauert. Und das hier als einzige Konsequenz wäre ein bisschen mager. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus meiner Rota rausgeflogen, weil ich intuitiv, als ich den langen Cast gesehen habe, versucht habe zu unterbrechen, die Taste zu nutzen, die ich sonst immer für Unterbrechungen reserviert habe. Komm, mach. So, ja, meine Freundin ist nicht mehr dabei. Und ich habe nicht mehr allzu viel Lebensenergie. Deshalb bin ich jetzt auch relativ drauf angewiesen. Ah doch, da hinten steht sie. Die moscht ihr selber weg, aber die heilt mich gerade nicht. Warum heilt ihr mich nicht? So, was macht sie denn da? Was ballert die denn hier rum? So, komm, spring hin. Spring hin. Ja, ist auch vom Programmieraufwand her bestimmt nicht einfach. Jetzt mal abgesehen vom Kapitel und der bombastischen Story müssen hier natürlich auch noch neue Fähigkeiten programmiert werden und ein ganz neues Charakterlayout irgendwie ins Spiel implementiert werden. Mein Gott, ist der Sicherheitsdruide zäh. Oder der leckt einfach nur. So, da ist noch einer. Warum ist das hier so? So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Ich weiß, er ist noch nicht ganz tot.
Hier war noch ein Terminal. Ich bin jetzt neugierig auch auf die Tagebücher des Schattens. Der Schleier, sorry. Der Schleier. Kriegsbericht des Schleiers, Eintrag 5963. Nachforschungen zu den Angriffen auf republikanische und imperiale Siedlungen führen in den wilden Raum. Neue Spieler haben das Feld betreten. Das kann ich nicht dulden. Ich werde diese Störenfriede finden und vom Spielbrett fliegen. Okay, also er möchte Sakul offensichtlich alleine loswerden. Ganz dringend. Das ist der Grund, warum er sich nicht mit mir verbündet hat, sondern versucht mich zu manipulieren. Sind da hier echt heftig lenkende Mobgruppen. Der AOE-Teppich sieht echt geil aus. Abmeldung. Die Betäubungsmine, die dabei platziert wird. Okay, noch mehr Mobs. Erstmal die Bombe platzieren. Ist auch geil, dass der sich da nach hinten stößt eigentlich. Von seiner eigenen Bombe weg. Macht er automatisch. Nicht verkehrt. So, und hier ist noch eine Konsole. Persönliches Tagebuch des Schleiers, Eintrag 54171. Ich habe gesehen, dass die Reinigungskraft länger als 3 Sekunden auf mein Terminal geguckt hat. Er hat behauptet, es war ein Versehen. Ich habe seine Augen, Finger und seine Zunge entfernt, um meine Geheimnisse zu schützen. Seine Reaktion war unschön. Ich werde ihn ersetzen müssen. Die Arbeitsverträge bearbeiten. Darauf schlussfolgere ich, dass der Schleier offensichtlich ein bisschen paranoid ist. Oder auch ein bisschen mehr, man weiß es nicht. So, wo muss ich hin? Hier hin. Ja, hier ist der Ausgang. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach so reinspringen soll. Ich meine, auf der Map sieht das so aus. Hier kann ich nochmal drücken. Habe ich aber eigentlich schon. Kann ich auch nicht nochmal. Obwohl es so aussieht. Vielleicht auch, weil ich jetzt im leckenden Kampf bin. Ja, jetzt leckt der Kampf nicht mehr. Geht sogar jetzt relativ schnell zu Ende. Ich versuche jetzt nochmal zu klicken. Out of Kampf. Jetzt kommt er nochmal. Ja, dann springe ich einfach mal rein. Ja, Meeresboden. Wer wagt, der gewinnt. Ich kann natürlich unter Wasser leben, weil ich nicht atmen muss als HK. Aber ich könnte rosten. So, wo muss ich hin? Auf dem Meeresboden. Ja, ist eigentlich ganz witzig gemacht jetzt hier, muss man sagen. Zumindest stimmig. Ich kann hier nicht schwimmen, weil ich bin ja auch zu schwer als HK.
Deshalb ist hier keine dreidimensionale Bewegung möglich. Finde ich aber völlig okay. Wo kommen die jetzt alle her? Mein Gott! Ah, der Sound hört sich auch gedämpft an wie unter Wasser. Ah, ich bin selber schuld mit dem unwirschen Anstürmen hier, glaube ich. Und mit dem Zurückspringen habe ich mich, glaube ich, selber in die Mobgruppen rein teleportiert. So, und ich muss ein bisschen zurück in die Reichweite meiner neuen Freundin. Da sieht es mit meiner Lebensenergie auch direkt viel besser aus. So, ein Problem weniger, sagt sie. Und wir können uns weitermachen auf dem Weg. War jetzt ein kleiner Umweg. Loot nehmen wir natürlich mit. Auch als HK. Ich guck mal, was er anhat. Oh ja. Meine Klamotten hat er an. Der trägt heimlich meine Rüstung. Ich denke, darauf soll ich zu gegebener Zeit nochmal zurückkommen. Ist eine fast noch schockierendere Feststellung, als dass ich komplimentiert wurde von dem Schleier. Aber alles zu seiner Zeit. Der Schleier hat auch eine Menge Kohle, der heuert sich hier nämlich Söldner an, gegen die ich gerade kämpfen muss. Also der Junge hat auf jeden Fall Endboss-Niveau. Mein Elektriker. So, komm, ich spring hin, da warte ich noch kurz drauf. Sie sind bald wieder in Ordnung, oder? Bitte sagen Sie ja. Na komm, Tier, jawohl. Okay, und weiter. Da ist der Ausgang. Ich glaube, einen Vernichtungsdruiden werde ich pullen. Ich versuche natürlich beide zu umgehen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Wenn ich einen pull, ziehe ich den anderen bestimmt auch. Nicht schlecht. Scheiße! Ich habe gedacht, ich wäre durch. Mir bleibt auch nichts erspart. Und nur zwei Söldner aus dem Nichts gekommen. Gebackt, kann man wohl besser sagen. So, komm, auf die Söldner, die Bombe. Hat jetzt wenigstens mal gut getroffen. Stehen zwei Stück in meinem AOE. Der dauert unendlich lange, bis er ranspringt. Das ist unglaublich. So, genau, ein Problem weniger. Ich glaube, ich bin jetzt schon fast eine Stunde dabei. Also doch eine lange Unterhaltung, die hier geboten wird.
Und da geht's aufwärts, so wie es aussieht. So, entkomme aus der Basis des Schleiers. Das ist immer noch die Quest, das heißt, ich bin immer noch in der Basis des Schleiers. Was ist hier los? Ich habe doch alle Bonusquests. Noch mehr. Kriegsbericht des Schleiers, Eintrag 7944. Asena hat sich selbst zur Kaiserin der Sith gekrönt. Bei dem bestehenden Machtvakuum ist das kein Wunder. Aber ich bin schockiert, welchen immensen Zuspruch diese schleimige Dialoga erhält. Die Leute scheinen sie wirklich zu mögen. Was ist nur aus dieser Galaxis geworden? Anlage kompromittiert. Eindringlinge ausschalten. Wo bin ich da gerade hingesprungen, bitte? Ich denke mal auch, die Tür sollte hier eigentlich noch gar nicht aufgehen, bis ich die Mobs, die reingekommen sind, platt gemacht habe. Bugfest also. Ja, du bist toll. Hat's auf jeden Fall recht. So, hier ist die nächste Aufzeichnung, die werden auch direkt markiert. Also, der Spielemacher möchte quasi, dass man die Tagebücher findet und sich mit dem Schleier beschäftigt. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, am Ende, ganz am Ende, gibt es ein lang angekündigtes Kapitel, das dann heißt, töte den Schleier. Und am Ende entkommt er in einem Raumschiff, ohne dass man irgendwas machen kann. Aber ist nur eine vage Vermutung. Spring da hin, aber jetzt habe ich die schöne Bombe gar nicht verfügbar. So, komm, stirb. Guck mal, was der Schleier jetzt noch zu sagen hat, der seine Holotagebücher schlampigerweise hier überall in der Basis rumfliegen lässt. Ja, ich glaube, der Schleier ist einfach nur ein bisschen daneben. Mir fällt keine weitere Interpretationsmöglichkeit für sein letztes Holo-Tagebuch ein. Der Schleier. Schon mystischer Name. Ich weiß nicht, ist der Shadow Copyright geschützt? Würde sich ein bisschen cooler anhören als Schleier. Kriegsbericht des Schleiers, Eintrag 9889. Nach 5 Jahren akribischer Planung kann Operation Würgegriff endlich beginnen. Der Schleier, der Gute. Ein Mann mit Ambitionen, würde ich sagen. So, ich habe meine Quest abgeschlossen fürs Erste. Grüße! Wer sind Sie und was haben Sie getan, um sich einen Aufenthalt hinter Gittern zu verdienen?
Ja, ich konfrontiere die Gute einfach mal. Sie ist eine Exarchin von Sakul und eine künstlich verbesserte Kriegerin mit einem Hang zu Fanatismus, Unterdrückung und Selbstgerechtigkeit. Wenn du eine Zunge hättest, würde ich sie dir für diese Unverschämtheit herausreißen. Eigentlich auch eine gute Verbündete. Nein, das können wir nicht. Ich bin ein Einzeldruide. Ich bin ein cholerischer Zellklumpen. Ihre unnatürliche war echt witzig eigentlich. Ja. Eine Funktion, die sowohl zur Unterdrückung als auch für Komik einsetzbar ist, gefällt mir. Genug! Diese Basis ist voller Wachen. Ihr braucht meine Hilfe, wenn ihr entkommen wollt. Ich orte schwer gepanzerte Organismen beim Turbolift. Ich habe seit Monaten keinen Feind mehr getötet. Mein Blut brennt danach. Lasst mich frei und ich kämpfe an eurer Seite. Ja, ich denke mal, eliminieren könnte ich nicht, weil die ist ja auch unbewaffnet. Außerdem, vielleicht kriege ich so wirklich mehr Verbündete. Und wenn sie bewaffnet ist und mich angreift, dann kann ich sie auf jeden Fall töten. Da ist er, der Übeltäter. Der Schleier. Na, der plantet seine Bomben. Der Schlingel. So, dann weiter im Text. Habe ich jetzt wirklich zwei Gefährtinnen? Als HK. Mein Gefährte kann mehr Gefährten aktiv haben als ich. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich schreibe ein Ticket. Das ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Ich prangere das an. So, links geht's zur nächsten Bonusquest. Ich bin jetzt irgendwie neugierig. Also die letzten 2-3 Logs haben mir nur vom Wahnsinn gezeugt und keine frischen Informationen gebracht. Finde ich. Könnt ihr selbst beurteilen, wir hören noch ein paar. Ich gehe direkt zu dem hier durch. So, hier springe ich nicht hin, da lege ich die Bombe einfach so hin. Und auf geht's zum nächsten Lock. Persönliches Tagebuch des Schleiers, Eintrag 80764.
Bedrohung genau in dem Moment von den Toten zurückkehren, in dem sie meine Pläne ruinieren kann. Ich hasse, hasse, hasse diesen Fremdling. Heute gehe ich früh ins Bett. Ist vielleicht besser, nicht so viel aufregen, besser früh ins Bett gehen. Bisschen cholerisch ist der Gute ja auch. Okay, ich plante nochmal eine Bombe. Warum springt er jetzt hier weg? Ich meine, ich kann die Bombe auch hier drunter legen. Ist mir völlig egal. Aber bin ich knallhart mit den Bomben. So, jetzt erstmal looten. Und dann kommt das letzte, alles entscheidende Holo-Tagebuch. Das uns die gesamte Geschichte erklären wird, oder auch nicht. Informationen über den Feind sind immer noch rar. Aber ich werde das bald ändern. Immerhin streunen ja genug Allianz-Droiden durch die Gegend. Ja, also der meint's ernst. Ich denke mal, hier kommt jetzt noch ein Endboss. Ich hab schon gedacht, hier backt was rum und ich kann die Quest nicht abschließen. Sieht aber jetzt doch ganz gut aus. Ein weiter Weg aus der Basis des Schleiers. Ich kann, dass wir in die Stratosphäre aufsteigen. Ich war noch nie so weit oben. Dieser Ort, ist das etwa mein Schicksal? Schicksal? Was meinen Sie damit? Ein Erbe von Sakul, mit dem ich zusammen gedient habe, hatte eine Vision, wie ich zusammen mit einem Attentäter aus Metall eine Sternentreppe emporsteige. Zusammen sollten wir uns meiner Wie dramatisch! Hat Ihr Freund verraten, was für eine Prüfung es war? Nein, ich tötete ihn direkt, nachdem er das sagte. Auf Befehl von Imperator Arkan. Ja, so kann man auch mit seinen Freunden umgehen. Eigenartig, welchen Stellenwert das Schicksal bei Organismen hat. Sie haben die Freiheit, alles zu tun, wünschen sich aber ein festgelegtes Programm. Ein Druide kann nicht verstehen, was es bedeutet, einem größeren Ziel zu dienen. Mein ganzes Leben hat zu diesem Moment geführt. Ich bin bereit für die Prüfung. Wow. War eine harte Prüfung. Nicht bestanden, würde ich sagen. Bei den Daten des Erbauers! Meinst du, sie hat ihre Prüfung bestanden? Meinen Sensoren zufolge? Nein. Sag ich doch. Ja, nun. Sollen wir weitermachen? Nimm den Aufzug. Heftige Quest. Überquere die Asteroidenoberfläche. Also wenn ihr jetzt nicht irgendwelche Buggen, dann... Doch, da sind sie schon. Ich hoffe mal, die Buggen sich von mir weg. Dann bin ich relativ schnell fertig. Ich bug mich hier mal durch. Ist ja ganz gut, wenn es funktioniert. Funktioniert offensichtlich
Ach du Scheiße, nicht immer. Die anderen kommen auch alle noch angebackt. Das ist natürlich nicht so schön. Werde ich mit mehr Incoming Damage rechnen müssen. Und ich hoffe, dass ich meine Rota schon ausreichend perfektioniert habe. So, ich ziehe mal ein bisschen die andere von denen jetzt hier, bevor die alle auf meine neue Freundin draufgehen. Geht ja relativ schnell, solange die in meiner AOE-Suppe drin stehen. Ja, und die AOE-Suppe kann ich jetzt auch leider nicht mehr so gezielt legen, weil alle so ein bisschen auseinander stehen. Was ist denn hier? Heil doch mal, Mädchen, komm. So, du bist jetzt auch noch dran da hinten. So, tot, du kriegst die nächste AOE-Suppe, Junge. Sieht doch ganz gut aus. Aber ist nervig. 6 Pels sind nicht ausreichend für ein MMO. Das ist der Beweis. Wer ihn gebraucht hat, hier hat er ihn. So, und hier ist der Ausgang. Ich glaube, ich war doch noch halbwegs geschickt. Oho. AB6H Hüterdruide. Ich gehe mal drauf. Scheint so ein Endboss, Mini-Endboss, whatever zu sein. Raketenregenkanal, ja, unterbrechen kommt nicht in Frage. Raketenregenkanal. Wahrscheinlich auch nicht ausweichen zu können. Der AOE unterbricht ihn doch ziemlich, ne? Also immer schön AOE aktiv verhalten, ich kann nicht einzeln unterbrechen, aber der AOE unterbricht. Und da kann meine Heilerin noch Schaden mit drauf machen. So, und ich muss weiterhin aus der Basis des Schleiers entkommen. Ich bin ja schon fast geübt, ist ja nahezu der gesamte Lebensinhalt von HK. So, hier wird Alarm geschlagen. Ich guck mal, ja, die scheinen nicht zu buggen. Erinnert mich so ein bisschen an Wett, die Gefährtin hier. Ich hoffe mal wirklich, das Kapitel ist nicht damit zu Ende, dass ich aus der Basis entkomme, sondern dass ich den Schleier wirklich noch konfrontieren und bei genug spielerischem Geschick töten kann. Ich denke aber eher nicht. Da ist der nächste super Endgegner, nachdem Arkan jetzt eventuell mal wirklich verschwinden muss. Ja, da muss ich mich auch mal selber aufregen, quasi. Viel Glück dabei. ZO kann ziemlich gut kämpfen. Genuss, du kennst die Wahrheit nicht. Das wird köstlich. Ich habe den Speicherkern von HK hochgeladen. Sie sollten jetzt uneingeschränkten Zugriff auf die Allianzbasis haben. Das sieht ja aus wie ich. Oh oh. Aber ich klinge so. Ich lösche
lösche seinen Kurzzeitspeicher und sorge dafür, dass er uns nicht identifizieren kann. Gut. Ich breche nach Odessen auf. Wünsch mir Glück. Gute Jagd. Provokation. Überraschung. Uff. Okay, dann fahre ich mal meine Rotor gegen mich. Und ich hoffe, dass meine Freundin die dicken Dinger auspackt und mich unterstützt. Tut sie offensichtlich gut, die hat mich auch wohl, ich nicht. Oh, hier sind noch Ads quasi. Ja, kann ich nichts gegen machen. Ja, ich kann nichts machen. Ich werde sie deaktivieren. Was soll ich tun? Ich kann ja nur rumhängen und ich kann nichts drücken. Ich tapp mal rum. Ich bin völlig gestunt. Ich habe nichts, womit ich mich anstunnen kann. Ich werde aber geheilt. Ich hätte nicht in die Range des Steppkabelwerfers gehen sollen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd irgendwie. Das Schleppkabel hat eine Dauer von einer Minute und läuft gleich aus. Ich denke, ich sollte den Schleppkabelwerfer mal ziemlich platt machen. Nein, ich will da nicht ranspringen. Verdammt nochmal, genau, geht er direkt weg. So, der hat nicht sehr viele HP und sollte demnach direkt getötet werden, weil er scheiße nervig ist. Ich stelle mich jetzt auch mal auf die andere Seite, um die Schleppkabelwerfer direkt zu sehen, wenn sie denn erscheinen sollten. Minen ausweichen würde ich vorschlagen, macht Schaden, haben wir gerade gesehen. HK bleibt nicht gerne in der AOE-Soße stehen. So, lege ich meine Mine auch direkt. Und ich versuche mir stehen zu bleiben. Ach nee. Ach nee, komm. Eine Minute Sendepause durch den Stadtkabelwerfer. Jetzt können wir sehen, wie viel Schaden die Mine macht. Naja, nicht allzu viel. Also, ich weiß nicht, was die Mechanik soll. Eine Minute ist zu lang. Das werden Sie bereuen. Ja, ha, da ist eine Mine. Die macht noch nicht mal irgendeinen Schaden bei mir. Ich weiß nicht warum. Gut zu wissen, kann ich gleich in der Mine stehen bleiben. Ich werde sehr gut geheilt durch Z00M. Ja, das Schleppkabel lässt nach. Ist vielleicht, um den Kampf ein bisschen zu verlängern. Na, ich will hier nicht hin, verdammt nochmal. Schleppkabel darf auch direkt platt machen. Ja, und weiter auf HK, der schon auf 30% ist. Also wenn ich es richtig sehe, kommen die Schleppkabel immer in 30% Schritten
Und ich hoffe, das war das Letzte. Ich kann die Mine anvisieren, habe ich gerade rausgefunden. Eventuell kann ich sie auch töten. Ja. Der Schleppkabelwerfer zieht mich quer über die Map. Also egal wo man steht, der fängt mich. Glücklicherweise ist HK auf 3%. Ich stelle demnach die Theorie auf, dass der Schleppkabelwerfer in fixen Zeitabständen kommt. Und sein Erscheinen unabhängig ist von der Lebensenergie von HK. 30 Sekunden Schleppkabel noch, in denen ich absolut nichts tun kann, aber zuverlässig geheilt werde. Die Mine macht mir nicht allzu viel aus. Gar nichts. So, Schleppkabel, was haben wir? 10 Sekunden. Ach, der ist mittlerweile, der andere HK, getötet worden durch meine Gefährtin. Ich mach da noch schnell das Schleppkabel weg, bevor es mich nochmal greift. Hat nicht sehr viel AP. Aber scheiße nervig. Ja klar. Wenn mir jemand beim Zerstören helfen will, sage ich nicht nein. Dann beenden wir das gemeinsam. Ja, dann los. Zerstörung eingeleitet. Ja, wird Zeit. Wird in 5 Minuten nicht mehr existieren. Erwarte Abbruchkurs. Erwarte Abbruchkurs. Ach komm, einfach wegfliegen. Kann ich nicht einfach ins Shuttle steigen? Ne, kann ich nicht. Ich muss nochmal diese Weltklasse Rota durchgehen. Ja. Jetzt muss ich auch noch laufen. Da springe ich mal hin und lege doch meine Bombe. So, direkt hinspringen, Bombe legen, bam, bist du weg, Junge. So geht das. Da kommen aber immer mehr irgendwie. Nicht, dass mir was ausmachen würde, aber es ist halt langweilig. Ich sehe mich hier schon die nächste halbe Stunde rumballern. Ich denke mal, der HK skaliert mit dem Equip des Charakters, mit dem man spielt. Also bei mir Tank-Equip, sehr defensiv, wenig Schaden. Da ist es zu Ende endlich. Han Solo-mäßiger Abgang, würde ich sagen. So, und jetzt gib ihm. Yeah. Offensives Vorgehen, gefällt mir. Du hast die Basis verlassen. Was machst du hier? Einen bösartigen Zellklumpen terminieren.
Aber warum? Was habe ich falsch gemacht, Herrin? Du hättest mir einfach sagen können, dass sich der Plan geändert hat. War das ein Test? Ihr Fleischsackgewimmer schadet höchstens meinen Schallrezeptoren. Ha! Sie können ihm nichts vormachen, Schleier! Ich bin nicht der Schleier. Du bist es. Nein, daran würde ich mich doch erinnern. Haha. Oder, Hacker? Beide töten, würde ich fast sagen. Richtig. Beweisen Sie Ihre Behauptung, Cyborg-Fleischsack. Das kann ich nicht. Sie hat mich gezwungen, den Schleier zu spielen. Sogar in ihrer eigenen Basis. Sie hat sich nie einem Risiko ausgesetzt. Das war mein Job. Ich war ja ersetzbar. Ich habe Aufzeichnungen von Ihnen gesehen, wie Sie Ihre großen Pläne deklamieren. Das war Schauspielunterricht. Sie hat mir beigebracht, wie Sie zu sprechen. Sie waren sehr überzeugend. Danke. Computer im Hangar hat nach einem Abbruchcode gefragt. Das ist ungewöhnlich, es sei denn... Ich will die Allianzbasis nicht zerstören! Sofort aufhören! Schleierstimmüberbrückung bestätigt. Entschärfe Sabotagenetzwerk. Deaktiviere Thermal. Oh, ach du meine Güte! Überraschendes Ende. Bitte, ich habe nur Befehle befolgt. Ich bin es nicht, den du tot sehen willst. Ja, das lasse ich mich entscheiden. Genau, ich verschaffe mir dann mal noch einen zusätzlichen Gefährten. Der Schleier starb, als deine Erinnerungen aussetzen. Dr. Oggworp wird dich zerlegen und aus deinen glänzenden Innereien alles entfernen, was problematisch sein könnte. Das würdest du für mich machen? Danke! Was immer du Schreckliches getan hast, ist Vergangenheit. Ab jetzt kämpfst du für die Allianz. Ja. Ja, ich denke, das wird das Ende sein von dem HK-Bonus-Kapitel. Was sage ich dazu? Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, in HKs Rota reinzukommen. Kurz, die war ziemlich simpel. Danach war es langweilig. Die Mobs haben ziemlich stark gebuggt. Also der Patch ist gerade rausgekommen, das Kapitel ist gerade rausgekommen. Eventuell sollte da noch ein bisschen nachgebessert werden. Mit der Charakter-Location.
Storymäßig das Ende eigentlich ganz gut. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt einen neuen Gefährten gewonnen habe. Check ich gleich mal direkt, sobald ich aus dem 50 Jahre andauernden Ladebildschirm raus bin. Und die Story hat mir nochmal verdeutlicht, dass man nicht immer alles töten muss und neue Gefährten gewinnen kann. Vielleicht so ein bisschen als Entschuldigung dafür, dass ich Arkan nicht töten konnte. Ist aber eine schlechte Entschuldigung. So, okay, Zooms Reaktion, großer Einflussgewinn, leuchtende Datenkristalle 60 Stück und 100 gewöhnliche Datenkristalle und 27.540 Credits. Ich weiß nicht, wer sich so eine Summe ausdenkt, aber ich nehme mal alles. Zoom ist tatsächlich mein Gefährte. Warum kriege ich direkt mal ein bisschen Zuneigung? Großer Einflussgewinn, 10 Stück habe ich davon. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis ich ihr die alle verabreicht habe. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Checkt den YouTube-Kanal, checkt den Twitch-Kanal und checkt auch den Twitter-Kanal, um jederzeit alle Taskforce-News zu erhalten. Bis zum nächsten Mal.